Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human. Wir fahren einfach direkt mal fort. In der letzten Folge waren wir ja als Kara unterwegs und sind dann relativ knapp aus dem Haus entkommen bei unserem russischen doch nicht Freund, der ja versucht hat, uns zu resetten und dann zu verkaufen. Wir haben auch neuen Weggefährten gefunden, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Wir sind noch immer ohne Webcam unterwegs, weil ich habe noch immer keinen Greenscreen. Das Ganze wird sich hoffentlich bald ändern. Wir sind wieder an der Position, wo wir letztes Mal als Connor aufgehört haben, glaube ich. Haben wir hier auf? Weiß ich nicht. Jedenfalls hier in diesem Park bei... wie heißt das Unternehmen noch? Ich habe es vergessen. Nice. Finde Amanda. Da hinten chillt sie. Hallo, Amanda. Connor, ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Dieser Abweichler war ein faszinierender Fall. Zu schade, dass du ihn nicht festnehmen konntest. Es gibt keine Entschuldigung. Mir fehlte es an Effizienz. Konntest du etwas herausfinden? Ich fand sein Tagebuch. Aber es ist verschlüsselt. Die Dechiffrierung kann Wochen dauern. Was noch? Die Wände des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Er schien dankbar, dass ich sein Leben gerettet habe. Er hat nichts gesagt, aber es auf seine Art ausgedrückt. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Okay, das kriegen wir doch hin. Also ich glaube, wenn es nach ihr ginge, hätten wir... Hank sterben lassen sollen. Jetzt stalken wir Hank sogar zu Hause. Er wird sich freuen. Lieutenant Anderson! Jemand zu Hause? Da ist wohl niemand, der uns jetzt hier hören lassen will.
Was sehe ich hier? Sein Auto. Hier gibt es eigentlich nichts Spannendes. Oh, das ist ein Hund. Mal schauen, ob wir hier irgendwo reinkommen. PC ist an. Hank ist ohnmächtig. Lieutenant Anderson! Ruhig, Sumo. Ich bin dein Freund. Ja? Ich weiß deinen Namen. Ich will deinen Besitzer retten. Was hast du gemacht, Hank? Eine Schusswaffe in seiner Hand. Eine Kugel übrig. Der hat er nicht. Eine Kugel klingt so nach russischem Roulette. Spuren von Alkohol. Ein Anzeichen eines Traumas. So, wo ist die letzte Spur? Was ist denn noch auffällig? Scottischer Whisky. Lieutenant! Aufwachen, Lieutenant! Ich bin es, Connor! Ich werde Sie zu Ihrem eigenen Wohl ausnüchtern. Ich muss Sie warnen. Das wird nicht angenehm. Verpiss Sie aus meinem Haus! Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche Sie. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, ihr Face von hier! Hey, ja, hey! Super! Guter Hund! Quasi! Haben Sie, ich glaube, ich muss kotzen. Na, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich geh nirgendwo hin. Komm schon, Hank. Jetzt wird gekotzt. Was soll das? Oh, ja, ja. Ich will nicht mal. Danke. Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu Ihrem Besten. Was mache ich denn mit dem Jungen? Was du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen.
Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Tut mir leid, aber das geht nicht. Ich bin auf die Untersuchung des Falles programmiert und dafür brauche ich Sie. Dein verdammter Fall interessiert mich echt ein Scheiß. Lieutenant, Sie sind nicht Sie selbst. Sie sollten... Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Ja, mit einem Stripclub, da kann man ihn holen. Was möchten Sie anziehen? Hippie. Gestreift. Oder streifig. Keine Ahnung, was das für Sachen sind. Gibt es irgendwas, das man analysieren kann? Nö. Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja. Ja. Wundervoll. Nur... gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Oh, erfahre mehr über Hank, jetzt wird gestalkt. Kann man stalken. Century, Zeit für die Reißleine. Oho, was ist das denn? Depressionsscreening. Eine Studie unter der Leitung von Dr. Professor Gorganski hat die Zeit, die wir vor Bildschirmen verbringen, mit der weit verbreiteten Antidepressiva-Epidemie in Verbindung gebracht. Vom Aufwachen bis zum Zubettgehen sind wir umgeben von Bildschirmen. Natürlich macht zu viel Fernsehen die Augen nicht quadratisch, aber es kann andere schädliche Auswirkungen haben. Hierzu gehören Schlafstörungen, müde Augen und emotionale Unterentwicklung und Depressionen aufgrund mangelnder Interaktion. Studie fand heraus, dass bei 2 von 3 Personen, die Antidepressiva nehmen, mangelnde soziale Interaktion der Hauptgrund ist. Mittlerweile verbringt ein Mensch durchschnittlich 82% seiner Zeit mit der Kommunikation über ein Gerät anstatt persönlich und die Beziehungen leiden darunter. In Reaktion darauf hat CyberLife ein Heimpsychologie-Add-on für Androiden entwickelt. Dies soll uns lehren, wieder zu kommunizieren. Das Upgrade kostet $150. Doch durch Gruppentherapiesitzungen und Aktivitäten speziell für Kinder und Erwachsene profitiert die ganze Familie davon. Aber Gorganski ist skeptisch. Unsere Gesellschaft ist süchtig nach Technik. Da kann man noch mehr Technologie nicht die Antwort sein. Geht raus und redet miteinander. Ja, finde ich gut. Also da hat er vielleicht Depressionsprobleme. Anrüchige Liebe. Verkaufszahlen von Androiden Intimpartnern explodieren. Androiden, die in der Lage sind, die sexuellen und emotionalen Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen, waren ein derartiger Erfolg, dass CyberLife Probleme hatte, der Nachfrage nachzukommen. Obwohl die Idee anfangs weit hergeholt schien, hat sich CyberLifes Risiko ausgezahlt. Diese Androiden bieten nicht weniger als ein komplettes Partnererlebnis für Männer und Frauen. Die Vorteile sind zahlreich: Androiden versorgen den Haushalt, kochen auf höchstem Niveau und erfüllen jede sexuelle Fantasie. Ohne je zu sagen, heute nicht, Schatz, ich habe Kopfweh. CyberLife konzentriert sich zu Beginn auf Singles in Städten. Die aktuelle Rekordscheidungsrate zeigt, dass viele Männer
und Frauen lieber mit Androiden als mit ihren menschlichen Partnern zusammenlegen. Schlechte Nachrichten für bereits niedrige Geburtsrate. Die ernste Fragen über die Rolle der Androiden in unserer Gesellschaft aufwerfen. Ja, stimmt. Also wenn alle Menschen lieber mit Androiden ihre Zeit verbringen als mit anderen Menschen, dann wird es, glaube ich, irgendwann ganz schön übel enden. Dann gibt es ja auch keine Kinder. Interessantes Buch. Oh, ich wollte noch mehr rausfinden. Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. Zum Eden-Club aufgebrochen. Aha. Russisches Roulette. Also ist dafür doch die Knarre in seiner Hand gewesen. Bin gespannt. Also der Henk, der hat ja scheinbar wirklich, wirklich Probleme. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir fahren mal fort, hoffen, dass die Szene nicht zu lang ist. Wobei, das sieht schon nach einer sehr langen Szene aus. Oh, stimmt, wir wollten Ersatzteile holen. Das ist Wahnsinn. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir nach. Ich frage mich, warum die nicht ihre LEDs abmachen. Okay, wir sollen ihr folgen. Warte, wie ist sie? North. Folge North. Okay. Sie dürfen uns nicht sehen. Vorsicht! Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Okay, diese Parkour-Dinger sehen ganz schön geschmeidig aus. Cyberlife. Das Lager ist davon. Wir sind fast da. Cyberlife Lagerhäuser. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Ich mach das. Besteige die Drohne. Okay. Vorkonstruieren. Sehr gerne.
Das hier ist wohl der Weg, der fehlen wird. Würde bemerkt werden. Das wäre zu hoch. Das wäre zu hoch. Das wäre zu weit. Okay, da haben wir den Weg. Bist du okay? Ja, alles klar. Gut gemacht, Marcus. Danke. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so viel ihr könnt. Blaues Blut. Tretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. John! Gottverdammte Maschine! Wo ist der diesmal? John? Ich brauche deine Hilfe. John? Da bist du ja! Was zur Hölle machst du da? Ich habe die Plattform überprüft. Es ist alles in Ordnung. Gut. Ich gehe zurück zur Kontrollstation. Bin klatschnass. Lass die Drohne warten und schreib einen Bericht. Verstanden. Steckt den Rest weiter nicht wie weg. Sucht weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Ich glaube, wenn ich jetzt so lange gebraucht hätte, die ich schon den Wachmann einfach abgestochen. North. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Bewege ihn nach links, so viel wie ich kann. Okay. Lol. Da war mir gerade das Risiko zu hoch, dass die... Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir.
dass sie uns verraten oder so. Nehmt mich mit. Er ist auf ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Wir können ihn nicht mitnehmen. Es ist zu gefährlich. Er kommt mit uns. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Oh. Kacke. Wartet hier. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Marcus. Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Jetzt habe ich den Weg gewählt, bei dem ich glaube ich sterben kann. So. Finde den Schlüssel. Wachhunde. Hey, die gucken beide nach vorne. Der Schlüssel steckt direkt neben denen. Müsste irgendwie die Hunde freilassen können. Ist Mike noch in Zone 4? Sieht so aus. Er sollte längst fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Patrouille. Eigentlich möchte ich lieber intelligent vorgehen. Einen Stromausfall verursachen. Wie kann ich das denn machen? Was ist hier los? Draußen brennt das Licht noch. Bestimmt die Sicherung. Da steckt ein Schraubenzieher drin. Komm raus!
Schnell, 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 schnell. Ich weiß nicht, was der Mist hier soll, aber du kommst jetzt sofort raus. Hastrin? Cool. Okay, und jetzt ganz schnell abdüsen. Rein hier. Super unauffällig, wenn wir mit so einem Laster wegfahren. Fahre von den Docks weg. Eine Wagenladung. Wir haben die ganze Ladung geklaut. Wir haben Biokomponenten für alle. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben die Ersatzteile gestohlen. Es hätte auch wieder einige andere Ausgänge gegeben. Ich finde, wir haben... Ich kenne zwar die anderen Enden nicht, aber ich weiß nicht, wie es hätte besser enden sollen. Von daher würde ich sagen, ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht geht es an den Mad Cover weiter. Jedenfalls bis zum nächsten Mal. Macht's gut.